willkommen bei Summer's Frag. Nein, es ist abends, aber wir sind voll fit, ey. Nein, was machen wir hier? Unsere Deko ist teilweise schon angekommen, ihr Lieben. Und wir können langsam anfangen zu basteln. Zwar noch nicht alles fertig. Ich glaube, wie viele Teile fehlen noch, Nils? Zwei oder drei. Na, die Uhr. Ja. Die Seile. Ja. Dann die Feder. Ja. Das sind drei. Zwei oder drei. Und, ach ja, diese ganz kleinen, was wir da hinten in groß jetzt haben, kommt noch in klein für ein bisschen Dekoration. Ja, auf jeden Fall, das ist noch unterwegs. Darauf, ich glaube, nächste Woche wird das auf jeden Fall kommen. Nils bastelt gerade, ich zeige euch das mal, wir haben unsere Laternen. Die haben wir für Nils 0 Euro bekommen. Warum? Ja, wenn man so eine Mama hat wie ich, dann kann man da mal eben hingehen und sich was stibitzen. Aber sie weiß davon, keine Angst. So, wir haben hier ein altes Holz genommen, auch vom Papa. Der hat immer ganz viel Holz zu Hause liegen und da haben wir uns das jetzt gekrallt, sag ich jetzt mal. Nils hat jetzt gerade den, wie heißt das? Haken. Den Haken. Den Haken dran gemacht. Dann kommt hier die Lampe theoretisch ran. Wir haben hier noch so altes Seil. Das kleben wir dann da noch so ran. Und dann ist das Ganze schon fertig. Dann kommt das an der Wand und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Was meint ihr? Schreibt mir unter den Kommentaren, was ihr da so, ob ihr es gut findet. Ich weiß, es sieht alt und antik aus, aber so sollte es ja auch sein. Bei Lost Place sieht das auch nicht alles immer hübsch aus. So. Shalom. Schickimicki. Simsalabim. Ja, es geht nicht von alleine, ich muss doch was tun, es nützt nichts, echt. So, hier vorne ist meine Klebepistole. Ey, das ist so typisch Jussi, das muss ich euch einfach mal zeigen. Ey, ich weiß nicht, wo der Kleber genau sitzt. Ob man lieber das da oben abnehmen sollte oder lieber da drauf, da unten. Das kann ich euch nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich habe da so eine Macke, dass ich meine Klebepistole immer selbst klebe. Egal, so, sie funktioniert auf jeden Fall noch und damit kleben wir die Seil auf jeden Fall gleich fest und nimm aber noch einen anderen Kleber sicher halt. Geht vor. Jetzt ist immer da noch am Schrauben, wie er da sitzt. Kannst mal sehen, wie groß der Nils so ist. So, ich will euch mal ein bisschen rumführen. Also guckt euch hier nicht um, das sieht nach Arbeit aus. Diesen großen Balken hier, zum Beispiel, da liegt mein Handy. Da ist der Beweis, dass wir das Handy kaum noch benutzen. Dass wir wirklich mit Kamera unterwegs sind. Dieser große Balken, der kommt da oben an der Lampe, weil, wie ihr seht, schön ist was anderes. Dann will ich euch mal zeigen, das haben wir jetzt neu gekauft und fanden wir eigentlich ziemlich cool. Sieht so ein bisschen nach Fabrik aus. Ja, dann habe ich hier zwei Bilder schon aufgehangen. Das war unser allererster Lost Place Ausflug und in diesem Zeitraum wussten wir noch nicht, was wir gerade da tun. Bis sich alles rausentwickelt haben. Was machen wir eigentlich? Lost Place? Was ist denn das? Und da fingen wir das Googeln an und uns zu informieren und haben gemerkt, geil, wir machen Lost Place. Und da haben wir das erste Video erstellt. Das zweite war dieses hier. Da waren wir auch noch voll schlecht vorbereitet. Da sind wir in ein Haus reingegangen. Das ist auch das Video drin, was messy war. Echt messy und ekelhaft. Das war unser erstes Haus, wo Sachen drin waren. Ja, deswegen habe ich diese beiden Fotos so ausgewählt. Das ist der Notschalter. Wenn Nils nicht hört, dann klicke ich darauf und dann explodiert das Ganze. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Also wir haben diese alte Kiste, habe ich heute auch wieder für 0 Euro besorgt von meinen Eltern. Da haben wir jetzt diese Kerzenständer mit der schönen Kerze drauf gemacht. Ansonsten möchte ich euch noch mal eben kurz was zeigen. Das hier ist Bertha. Die kennt ihr ja auch noch nicht. Die hat Nils mir geschenkt. Wie ihr wisst, ihr habt öfter schon unsere Filme gesehen. Die Kühe laufen mir grundsätzlich hinterher. Ich weiß nicht warum. Ich hab's mit diesen Dingern. Ja, auf jeden Fall hat Nils mir die geschenkt. Das ist auch eine ziemlich alte Kuh. Da haben Kinder früher mal womit gespielt. Das war das erste Spielzeug früher. Auf jeden Fall ist sie ziemlich alt. Man sieht das auch. Aber ich finde die geil und die passt hier rein. Und das ist ab heute unser Glücksbringer. Unsere tolle Bertha. So, ihr Lieben, guckt mal. Nils hat das angeschraubt. Ich habe die Bänder darum gemacht. Ich finde, das sieht cool aus. So, dann kommt diese Lampe da einfach so ran. Ups.
Und das Ganze können wir jetzt heute nicht mehr ranschrauben, weil ich da oben, weißt du? So, und das Ganze wird dann so aussehen an der Wand. Ich finde das cool. Was sagt ihr? Ich finde das geil. Mhm. Da hinten kommt dann halt noch ein zweiter dann ran. Den machen wir jetzt auch eben schnell fertig. Juhu. So, jetzt kommt der große dicke Balken. Das ist der, der oben halt an der Decke kommt. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch, ob das Ganze hält. Weiß ich nicht. Er ist sehr schwer, ne? Dreh mal. Dazu muss man sagen, Susi ist immer ein bisschen skeptischer. Ich bin eher der Positive. Aber so, mittlerweile denke ich auch, erstmal ein bisschen negativ denken und dann läuft es dann doch. Ja, und warum denke ich so? Ich finde, also wenn man schon oft im Leben in Scheiße gegriffen hat, auf Deutsch gesagt, und oft gefallen ist und dann wieder aussteht, dann weiß man auch die harten Seiten. Von daher denke ich einfach, es ist immer ein bisschen schöner, wenn man erst negativ denkt und das dann positiv wird. Bevor man sich freut und das geht dann nach hinten los, ist das schon ein bisschen Schiete. Nochmal drehen. Ja, das habe ich in den letzten paar Wochen auch so eigentlich zu spüren bekommen. Habe eher mal negativ gedacht und komischerweise, danach lief's. Oder? Ja. Ich habe auch hier mit der Tapete habe ich gedacht, oh, oh, das hinhaut, das so geht. Und mittlerweile sieht die Wand. Also wir sind zufrieden, wie es jetzt ist. Okay, der Balken, ich muss ja dazu sagen, den Balken wollte ich eigentlich nicht haben, weil guckt euch die Farbe an. Na, aber ich habe gesagt, okay, um Geld zu sparen, weil man muss nicht immer Kohle aus dem Fenster schmeißen, nehmen wir den, weil er ist auch alt, aber halt nicht so alt, stört mich ein bisschen. Aber trotzdem machen wir jetzt ein bisschen was da draus. Es nützt ja nichts. So, einmal drehen. Wie heißt der Spruch manchmal? Manchmal liegt das Geld auch auf der Straße rum. Manchmal. Dann ist der Balken gemeint. Also 1890, ihr Lieben. Das weiß ich doch ganz genau. Das war Zeiten. Ich erinnere mich noch ganz, ganz genau daran, wie das alles war. Also, meine Oma sagte immer, Mädchen, such dir einen Mann und bleib zu Hause. Ja, hab ich auch getan. Und dann wurde ich richtig flückig. Da kamen die Seemänner auf der Boot. Auf der Boot kamen die. Oh, einer hübscher wie der andere. Wie soll man da denn Nein sagen, Leute? Okay, Leute. So, also wir hatten ein ganz normales Brett und wollten es eigentlich streichen und es sollte da dann hin. Aber dann habe ich diese Klebefolie noch gehabt und habe gedacht, das sieht ja ganz schön cool aus da drauf. Sind wir auch ein bisschen kreativ, weil streichen kann jeder. So sieht das ganze Brett wie eine... Oh, ich muss mal eben arbeiten. Es tut mir leid, wartet mal. Susi ist nicht Linkshändler. So. Oh Gott, geht das gut? Ach, ich kann auch mit links. Oh, ein bisschen schief geschnitten, ne? Ich fusche schon wieder. Auf jeden Fall haben wir das Ganze jetzt so mit einer Landkarte beklebt. Und dann kommt auch hier wieder das Thema Seil rum. Ja, das kommt dann so daran. Ja, auf jeden Fall finde ich das cool und es ist unsere eigene Idee. Das ist schon wieder was mich begeistert. Zeig mal. Hat was. Ich finde auch, das hat was. Mega. Hey, wird's cool, wenn oder was? Ich spritze jetzt. Hör auf, das immer auszupusten. Warte, ich will, dass es angeht. Gleich brennt hier Zander. Ey, das Seil ist schon mal. Das ist schon mal gut, das geht nicht an. Es schmilzt gerade. Oh, 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 hab ich kaputt gemacht. Also der Raum wird nicht lange halten, ihr Lieben. Ich mache alles wieder kaputt. Tut mir leid. So, ihr Lieben. Wir sind sozusagen nicht fertig, aber waren heute sehr kreativ. Ja.
Ja. So, warte. Wir haben einmal. Nee, das Bild kannst du jetzt nicht hochnehmen. Das geht nicht. Sonst fallen die Münzen ab. Die Goldmünzen. Also, wir haben einmal das Regal fertig gemacht. Wie eine Landkarte halt sieht das Ganze aus. Dann halt vorne mit so einem Seil. Wir haben einmal fertig gemacht. Zwei Stück davon, den anderen lassen wir jetzt da oben aber liegen. Ich zeige euch jetzt nochmal an, das haben wir euch ja vorhin schon gezeigt. Den haben wir einmal fertig. Das kommt jetzt morgen an der und der Wand. Kann ich mal zeigen, vielleicht funktioniert das irgendwie ohne das Feld. Was soll da hier so dran? Ja. Sieht am besten aus. Da unten steht noch ein Preis. Der muss noch ab. Kann man nicht sehen. Ansonsten haben wir hier halt noch ein kleines Bild. So gebastelt, das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, das trocknet noch. Und was ziemlich cool ist, wir haben den großen Balken schon mal fertig, ob das mir nicht noch ganz so gefällt. Warte, warte, ich habe noch was fest. Ach so. Er zieht, also ich möchte die Kette gerne ein bisschen länger haben. So. Das ist hier der große Balken. Kannst du mich loslassen? Ja, ich hab alles gut. Der große Balken mit, an der Seite haben wir dann auch wieder Seile gemacht, dann diese geile Kette. Und ansonsten warten wir noch auf den Rest, der ist leider noch nicht angekommen, muss ich sagen. Der ist noch unterwegs mit der Post. Ja, und ansonsten haben wir nicht mehr gemacht. Ne, haben wir gar nicht gebastelt, auch gut. So kreativ waren wir doch nicht. Aber wie gesagt, das Regal kommt jetzt hier morgen auch noch ran. Das waren Feinarbeiten, ja? Ja, das stimmt. Also. Das kommt hier noch ran. Dann haben wir hier noch so eine Ablage, wenigstens noch ein bisschen Spielraum. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir so gut wie fertig und können anfangen, wieder unsere Quatschzeit zu machen. Es geht wieder los. Also, schreibt weiterhin fleißig in den Kommentaren unten rein. Alle, die uns noch nicht folgen, bitte ein Abo da lassen und den Rest kennt ihr ja schon. So, wir sagen tschüss, bis zum nächsten. Hasta la vida.